Hallo, guten Morgen, buenos dias, buongiorno, good morning, live aus Teneriffa. Ja, mich hat es wieder gerufen, mich hat es wieder gerufen, live morgens hier vom Sonnenaufgang. Mich teilhaben zu lassen und einzuladen, morgens als erstes in die Wahrnehmung zu gehen. Ich habe die letzte Zeit und täglich höre ich Menschen, die ja gerade sehr, sehr viele herausfordernde, vor allen Dingen auch körperliche Sachen haben. Denen es einfach gerade nicht so gut geht. Und daraus ist jetzt einfach nochmal entstanden, die Einladung, ich nenne das Morgenmeditation, als erstes morgens, bevor irgendwas anderes, bevor irgendwas in diesem alltäglichen Trott zu gehen, in diesem gewohnten, was fast schon automatisch abläuft, als erstes, bevor du anfängst, irgendwas zu denken, was muss ich heute noch tun und was und geh als erstes in die Wahrnehmung. Geh als erstes morgens, mach ein Gebet für dich, ich nenne es jetzt einfach mal so, mach einen Morgen, eine ganz individuelle Meditation für dich. Und ich werde jeden Tag jetzt so ein bisschen einen anderen Fokus haben. Und heute jetzt, ich lade ein, zu fühlen, jetzt dir ein paar Minuten, es braucht 5 Minuten, 10 Minuten, mehr braucht es nicht. Einfach steh auf, entweder beweg dich, das was dich gerade innerlich berührt, das, was du spürst, oder schließe einfach die Augen, sitz in Stille, was auch immer bei dir ist, fühle, was dir gerade im Moment gut tut. Nimm dir die Zeit und spüre dich, spüre, was abgeht, was dein Körper, was der dir sagen will. Und bring das einfach irgendwie zum Ausdruck, mach es dir bewusst. Das kannst du von niemandem anders erfahren. Klar, jemand anders kann dir das irgendwie, ich muss doch mal ein bisschen so besser zu sehen bin, genau, kann dir das vielleicht spiegeln oder wie auch immer, aber die Einladung ist, frage dich, werd frei, werd unabhängig. Ja, mach das als Morgenmeditation für dich. Es sind einfach sehr herausfordernde Zeiten und wir müssen nicht so sehr leiden. Ja, das ist einfach die Einladung und ich bekomme mit, es fällt, also wir vergessen das oft. Ja, ich nehme mich da nicht raus. Ich kann es genauso. So nehme ich das, indem ich das auch mit euch tue, mache ich das gleichzeitig auch für mich, ja? Ich nehme mich da nicht aus. ja, und einfach die Einladung, und wem das schwer fällt. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel jeden Montag haben wir eine kleine Gruppe online, egal wo du bist, und wir helfen uns da, ja? Wir gehen zusammen in die Wahrnehmung, und in so einem Feld, in so einer Gruppe, ist es einfach leichter. Ja, also da einfach die herzliche Einladung, fühl dich eingeladen, da dabei zu sein, jeden Montag morgens. Informationen siehst du einfach online, du brauchst nichts weiter, kannst du dabei sein per Skype. So, aber jetzt weniger Worte. Ich lade euch ein. Oh, ich sehe gerade. Zeigt es mir hier irgendwas an, genau. Ich sehe gerade, es wird ganz viel geschrieben. Guten Morgen an alle. Vielen Dank. Ja, ich hole die Sonne wieder ins.
Hallo, jetzt bin ich wieder da. Okay, also genug gesprochen. Genau. Ein paar Minuten nehmen wir uns Zeit, jeder für sich, jeder ganz individuell. Das, was dir gerade im Moment gut tut, das, was in dir abgeht, was dich innerlich bewegt, sei es eine körperliche Herausforderung, Schmerz, innerlichen Aufgewühltsein, was auch immer, sei damit. Also bring das entweder durch Bewegung zum Ausdruck, geh in Stille, setz dich hin und spür es, lass es sein, was auch immer, geh in die Wahrnehmung, auf deine Art und Weise. Oder nimm dir einen Zettel und Stift und jetzt in dem Moment, die 5 Minuten, die wir uns Zeit nehmen, und zeichne irgendwas, ganz intuitiv, nichts Vorherbestimmtes. Einfach nimm dir die Zeit, ich lade dich ein, was auch immer. Oder Summe, Töne, egal was, okay? Jetzt, die 5 bis 10 Minuten gemeinsam, okay? Alles klar. Die Sonne, die Wellen, die Luft hier, diese Vulkanenergie, die unterstützt uns alle dabei. Okay, danke schön. Danke, 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 dass ihr da seid. Danke. Und ich mache das einfach auf meine Art und Weise, ne? Ich mache das einfach mit Bewegung. Genau, und jeder für sich, das ist heute die Einladung, jeder für sich. Okay, gut.
Lass es noch ein bisschen nachwirken. Vielen Dank. Ich habe richtig Herzklopfen. Wow. Danke, danke. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein Stück weit, ein klein wenig euch selber wahrnehmen, bei euch sein, euch fühlen. Und ja, ist einfach ganz anders, geht man ganz, ganz anders in den Tag. Ganz, ganz anders. Und das jeden Morgen. Wenn wir das auch in diesem Feld tun, dann kreiert sich einfach ein, ja, brauche ich nicht viel zu sagen, es ist einfach dann stärker, intensiver, und dann fällt es ein bisschen leichter, sich darauf einzulassen oder, ja. Danke, danke, danke. Also ich habe für mich einfach gespürt, ja, es geht um Achtsamkeit, Langsamkeit, Erdung, auch Freude, ganz bewusst immer wieder zu schauen, mit was, wo gebe ich Energie, wo gebe ich Aufmerksamkeit, was füttere ich? Ja, es ist ganz viele Dinge, die gerade geschehen im Äußeren, ja, und gleichzeitig auch im Inneren. Und wo gebe ich Energie hin, wo gebe ich Aufmerksamkeit, wo lenke ich die hin? Und das füttere ich damit, das stärke ich. Genau. Ja, ich will gar nicht so viel reden. Einfach nochmal die Einladung, das jeden Morgen für sich zu tun. Einfach als Morgengebet für sich selber. Ja, danke, ich fühle euch, bin total berührt. Vielen, vielen Dank. Und nochmal die Erinnerung, genau. Einfach 2 Stunden sind wir jeden Montag von 9 bis 11 deutsche Zeit, also deutschsprachige Zeit von 9 bis 11 sind wir zusammen. Und machen das einfach gemeinsam. Und es ist ja gerade einfach auch den Körper in den Körper zu fühlen, wahrzunehmen. Was passiert da gerade? Was kann ich meinem Körper geben? Was braucht er von mir? Das kann niemand und nix. Er kann das besser sagen und wahrnehmen und fühlen, wie wir selber. Ja. Ja, das ist die herzliche Einladung. Danke. Habt alle einen gut fließenden Tag, einen lichtvollen Tag. Ich weiß, in Berlin scheint zum Beispiel jetzt heute auch die Sonne, auch wenn es ein bisschen frischer ist, ein klein wenig. Genau, viele liebe Grüße hier aus Teneriffa von dieser Vulkanenergie. Und schön, dass ihr da seid. Danke, danke. Habt einen guten Tag alle. Bis morgen. Ich habe mal so jetzt anvisiert,
Also hier ist es um 8 kanarische Zeit, also um 9 deutsche Zeit. So, mal gucken, ob sich das stimmig anfühlt. Jetzt für eine Zeit lang war so die Idee, dass morgens um 9 deutsche Zeit. Okay, vielen, vielen Dank. Auf geht's. ja, bis morgen. Tschüss, danke.